außen auch, also die das größte geschossen haben, aber trotzdem gescored. Also wir haben viel unterm Korb gescored, viele auch was viele, aber schon einige Pick-and-Roll-Punkte auch bekommen. Also Derek hatte sich offensiv einen guten Tag, wir haben aber alle defensiv Fehler gemacht, sonst hätten wir nicht verloren. Naja, also ich meine, die haben jetzt auch nicht übermäßig gescored, ja, aber sie haben schon, waren schon ein paar mehr Punkte, als wir uns gewünscht hätten. Und auch Offensiv-Rebounds haben die bekommen und Backdoors. Und es war einfach, wir haben uns bemüht, aber das war irgendwie immer, ja, irgendwie brotlos. Mhm. Also brotlos, falsches Wort, aber das war dann eben, ja. Haben sie dort, ja, also, das ist schwer zu sagen, Mann. Ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen. Aber ja, also man hat das Gefühl, dass man versucht alles und trotzdem irgendwie ist man einen Schritt zu langsam oder sowas. Und das war natürlich sehr ärgerlich. Also wir haben ja nicht viel Zeit. Wir haben jetzt 2 Tage Zeit, um es vorzubereiten. Auf Trier, die jetzt, glaube ich, 3 Spiele in Folge gewonnen haben. Die mit den Jungs auch wirklich heiß sein werden, hier zu spielen, denke ich. Nichts zu verlieren, so wie immer gegen Alba. Das ist ganz normal. Und da werden wir uns noch ein bisschen berappeln müssen. Ja. Und da wird, denke ich, die Analyse heute ganz wichtig sein. Da werden sicherlich noch ein paar Sachen angesprochen werden vom Trainer, die ja, wirklich wichtig sind dann fürs Spiel. Weil wir ja jetzt nicht nervös werden und den Kopf in den Sand stecken und anfangen, uns auf den Boden zu rollen. Ja. Sondern wir haben das Spiel verloren und müssen trotzdem weiterarbeiten und trotzdem auch nach vorne weiterlaufen. Ja. Wenn man weggeht von einem Verein, will man natürlich dann, das hat nichts gegen Alba zu tun, sondern natürlich auch, will man natürlich auch zeigen, dass man spielen kann. Das haben die Jungs ja jetzt auch in den letzten Spielen eindrucksvoll bewiesen, dass sie da spielen können und auswärts Siege erringen können gegen Gegner, die nicht jeder bezwingen kann. Und das freut mich natürlich für die und ich freue mich auch auf das Spiel am Dienstag. Ne? Aber die werden natürlich heiß sein, aber denke ich im richtigen Maße. Also das wird jetzt nicht gegen Alba gehen, sondern die freuen sich, dass sie in Berlin sind und dass sie auch hier spielen. Ja, wir haben sehr viele einfache Fehler gemacht. Wir haben sehr viele dumme Ballverluste gehabt und immer wieder, als wir reingekommen sind und unsere Runs hatten, haben wir dann einen hinten reingekriegt, den wir Rebound nicht gekriegt haben oder einen dummen Ballverlust hatten und das hat uns am Ende das Genick gebrochen. Wir spielen im Moment auch nicht so gut wie in der Euroleague-Quali, ist auch irgendwie holpriger. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Vielleicht bewegen wir den Ball nicht so gut in der Offense. Ich weiß, wir großen Rollen vielleicht nicht hart genug zum Korb, aber da müssen wir jetzt heute Morgen arbeiten, damit wir es wieder hinkriegen, dass unser Spiel flüssiger wird. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn man verliert und dann nur eine Woche bis zum nächsten Spiel. So können wir es wieder richtig machen in der Zeit. Ja, ich kenne Philipp Zwiener ziemlich gut von der A2-Nationalmannschaft und ich weiß, dass der sich im Moment ganz gut macht. Und der wird auf jeden Fall riesige Vorfreude haben. Hier zu spielen, wird sich beweisen wollen und es wird ein schweres Stück Arbeit. Ich spiele im Moment sehr gut.